Was geht ab, alle liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Channel, Friends. Ihr habt mehr von Nina Chuba, wie soll ich sagen, requested, ja, ihr habt mich zugespammt und ich bin hier. Und ich denke mir, Bro, ich will auch mehr, ich hab's in meiner Reaction gesagt, zu Tracksuit Velour, der auch in meiner Playlist ganz oben gelandet ist und den ich immer noch super strong finde und sehr gerne höre. Ihr habt gesagt, hört mehr rein und ja, ihr habt mir Songs gegeben, die scheinbar das sind, was ich suche, was ich haben möchte. Ich bin super gespannt. Wir haben jetzt hier Nina Chuba mit Feminello. Feminello ist richtig, glaube ich, weil es ist Doppel-M, Doppel-L, Feminello. Ja, ihr meintet, das wird mir gefallen. Und wenn ihr sagt, es wird mir gefallen, dann erwarte ich das jetzt auch. Ich habe actually nicht keine großen Erwartungen, aber ein paar Erwartungen schon, weil ich jetzt den ersten Track von ihr so super nice fand. Und ja, ich jetzt sehr gespannt bin, was uns auch erwarten wird. Der Track ist gar nicht so alt, 6.5., also 2 Monate ziemlich genau alt. Ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ich 4 Tage auf dem Splash bin, deswegen Donnerstag... Freitag, Samstag, Sonntag, ja, 4 Tage quasi im Splash bin. Und deswegen passt es jetzt perfekt, um in ältere Sachen reinzuhören, ja. Deswegen geben wir uns jetzt von Nina Chuba Feminello und wenn es mir nicht gefällt, dann vertraue ich euch nicht wieder. Ich sag's, wie es ist, ja. Ich sag's, wie es ist. Los geht's. Directed by M. MG, ich will ganz kurz reinschauen. Das Ganze ist nämlich MG Video hat directed und das Ganze ist produziert bei Joki, Michael Burek und Hit Impulse. Okay, let's go. Ich glaube, dass das wahr ist. Ich suche nach dem Haken von grauen Regentagen und großen Träumen am Hafen zu einer Villa in Italien. Zitronen aus dem Garten. Leute werden sauer und ich sippe Limonade. Okay, also erst einmal, Video ist wieder top-notch. Video ist wieder top-notch. Outfit, Scaling, Color Grading, Szenerie. Es ist wieder, das war beim letzten Mal aber auch schon, dass das Video wirklich top-notch war. Leute werden sauer und ich sippe Limonade. Wolkenloser Himmel, Sonne knallt das Leben. Schmeckt wieder jeder Tag wie Wochenende. Ja, mich stresst niemand, bin mit Doki, Justin, Burek, Hardy. Am Tracks liefern, Rat, das war... Das gibt mir 20 aus 10 Peter Fox Vibes. 20 aus 10. Vom Flow her. But not in a bad way. In einem sehr, sehr guten Weg. Das kann man gar nicht auf Deutsch übersetzen, so Junge, aber auf eine sehr, sehr, sehr gute Art und Weise so. Jeder Tag wie Wochenende, ja, mich stresst niemand, bin mit Doki, Justin, Junge, guck mal, wie süß sie aussieht, während sie so hier so steht, so am Tracks liefern. Die Nahaufnahme von ihrem Gesicht, irgendwie süß, Mann. Am Tracks siehst du, keine Ahnung. Liefern, Rap, das war alles perfekt. Ich glaub, ich will nie wieder weg. Hier ein Glück in der Hand, lass die Welt sich drehen. Von hier kann man den Ozean sehen. Das gibt mir wirklich sehr, sehr starke Peter Fox oder Seed-Vibes so. Aber mega. Mega, weil man das sonst halt nur von da kennt, diesen Flow, diese Attitude irgendwie auch. Und ja, schwierig zu sagen, so diese Richtung einfach jetzt im Neumodischeren noch zu hören von einer jungen weiblichen Künstlerin, wisst ihr? So, wenn du fließt und die Zeit bleibt super stehen, angenehm. Sagt der Sonne, sie kann untergehen, denn der Tisch ist gedeckt, es gibt nichts, was uns fehlt. Alle da, alles leicht, ich will. Schließ meine Strong. Augen. Ja, okay, das ist wirklich genau dieser Vibe, aber ich liebe diesen Vibe auch. Unfassbar cool, aber man merkt trotzdem so ihre Attitude und ihren Vibe draus. Ich würde nicht sagen, sind 1:1 irgendwas hier, zack, zack, so Copy-Paste-mäßig. Es ist auf jeden Fall dieser Vibe und auch derselbe Flow irgendwie hier und da gewesen, aber es ist halt ihre Attitude immer noch drin und das merkt man einfach. Ich habe auch gelesen, sie war bei den Pfefferkörnern, Digga. Sie war bei den Pfefferkörnern damals. Ich habe die Pfefferkörner gelebt. Ich habe die gelebt, die Pfefferkörner, Junge. Fiete und ich, OG-Homies, Junge, die Schauspielerin mit der Dings, die später Bibi Blocksberg gespielt hat. Ich war gefühlt, ich habe mit denen gewohnt gefühlt, ich habe die immer geguckt, Junge, immer. Und ich sag, wie es ist, sie war wahrscheinlich von den neueren Pfefferkörnern, weil sie sieht noch nicht so alt aus, so, I guess. Ich habe die neueren irgendwann nicht mehr geguckt und nicht mehr so gefühlt, muss ich ehrlich sein auch. Aber Pfefferkörner und Schloss Einstein, meine Kindheit, so, judge me if you want. Oh, geil, super angenehmes Bit gerade auch einfach. Nur Instrumental kurz laufen lassen. Zwei Slices Feminello in mein Junge, ey, ich sag's wie es ist. Na, nee, ich wollte erst sagen, die Zitronen sehen richtig lecker aus, aber die sehen gerade gar nicht so lecker aus irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie man eine Zitrone richtig lecker aussehen lassen kann. Vielleicht so richtig super duper hell und shiny und so. Man
Limoncello. Ja, ich glaub, die Vögel zwitschern morgens meine Mellos. Bin schon wieder tipsy. Junge, sie sieht auch immer so happy aus, wenn sie so mitsingt und in ihren Videos performt, Junge. Ich weiß nicht. Bin schon wieder tipsy, im Film wie bei Disney. Grüß hier mittlerweile jeden Nachbarn, weil wir kennen uns. Ich weiß nicht, sie hat so eine sehr, sehr starke Mimik in ihren in ihren Videos, die sie so hat einfach, wenn sie ihre Songs mitsingt. Das lässt mich aber die Songs auch noch ein bisschen mehr fühlen direkt. Der Rasen ist hier grüner, bin auf der richtigen Seite. Oh, geil. Pläne und Probleme hab ich keine. Nice, sehr, sehr nice. Cool und ich versenke meine Zweifel. Alles, was ich wollte, hab ich heute und ich teile das. Guck mein Glück in der Hand, lass die Welt sich drehen. Von hier kann man den Ozean sehen. Ich finde irgendwie super angenehm, wie sie manche Sachen ausspricht. Also auch so, dass es passt. Man könnte natürlich auch sagen, von hier aus könnte man den Ozean sehen. Aber sie sagt Ozean, also sie spricht Ozean so, Ozean sehen, so irgendwie, dass es passt. Aber es hört sich auch nicht komisch an, es hört sich gut an. Achtet drauf. Von hier kann man den Ozean sehen. Den Ozean sehen. Ich habe direkt so eine krasse Performance. Leute mit so riesen Trommeln, wo so Wasser drauf ist. Trommeln da so drauf. Bam, bam, bam. Geil. Und auch super angenehme Instrumentwahl, finde ich. Von hier kann man den Ozean sehen. So, auch diese High Notes zwischendrin noch. Junge, wie kann es sein, dass ich sie jetzt vor 3 Wochen für mich entdeckt habe? Dass ich vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen sogar erst das erste Mal was gehört habe von ihr. Bro, unter welchem Stein lebe ich denn? Hallo, wo ist der Stein, wo ich drunter lebe? Könnte für immer so weitergehen. Oh, ich hab's noch einmal gefühlt am Ende jetzt. Aber super strong. Geil. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Ich dachte echt, ihr enttäuscht mich und sagt, das würde super gefallen. Und ich bin so, mal sehen. Ah, krass, okay. Ey, neue Info, hallo, Infoblatt, Extrablatt. Sie hat erst 8 deutsche Songs. Sie hat früher nur Englisch gemacht, scheinbar. Können wir auch mal reinhören. Ich höre sehr gerne englische Musik, ja. Können wir gerne mal reinhören. Ich bin sehr gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Das war Feminello. Ultra strong, wirklich. Also wirklich, wie ich meinte, so Peter Fox, Seed-Richtung. Natürlich auch sehr, sehr poppig hier, obvious, ja. Aber auch super angenehm, super, super angenehm. Schöne Instrumentwahl. Eine unfassbar schöne Stimme, unfassbar cooles, cleanes Musikvideo auch wieder. Und man merkt einfach, ich liebe ihre Attitude, ihren Vibe, man. Sie sieht so happy aus in ihren Musikvideos. Sie singt mit und sie fühlt das. Und keine Ahnung, ich fühle das einfach sehr. Deswegen bin ich da super, super gespannt, um noch weitere Sachen reinzuhören. Schreibt mir gerne hier wieder unter das Video in die Kommentare, was wir noch abchecken sollen. Was ist noch gut? Sollen wir uns einfach alle deutschen Songs geben, wenn wir schon dabei sind? Hey, wir haben jetzt schon 2 von 8. Wir haben jetzt schon 2 von 8. Sollen wir einfach alle, gibt's coole Live-Performances. Englische Songs, das war, ey, ganz oder gar nicht jetzt. Also, reinschreiben, ich bin gespannt. Hab einen wunderbaren Tag, ja, danke für die Empfehlungen nochmal. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend, wie ihr seid, ja, danke. Und vergesst nicht, hey, heute einfach mal ein bisschen lächeln, ja, wichtig auch. Einmal lächeln. Danke, okay, tschüss.